Los, beweg dich. Alter. Gut, alle sind da. Wir sollten jetzt anfangen. Entschuldigung, aber was hat der denn hier zu suchen? Darauf gehe ich noch ein. Zuerst gibt es aber andere wichtige Themen. Die Unruhen im Commonwealth nehmen weiter zu, wie wir alle wissen. Dein Bericht? Alle Institutseinrichtungen sind immer noch sicher, mit einer bedeutenden Ausnahme. Intern läuft ansonsten alles nach wie vor gut. Ayo behält die Dinge an der Oberfläche im Auge. Ja, die Wächter melden keine weiteren Bedrohungen neben denen, die schon identifiziert wurden. Wir überwachen noch die erhöhte Aktivität bei Fort Independence. Es gibt derzeit aber keinen Grund zur Sorge. Der Flughafen von Boston ist weiterhin besetzt. Außerdem ist die Bruderschaft an mehreren weiteren Standorten im Commonwealth präsent. Laut Geheimdienstberichten ist diese Railroad weiterhin aktiv und wird immer ambitionierter. SEB-Agenten überwachen alle bekannten Situationen. Sehr gut. Danke. Es ist klar, dass unsere Sicherheit in Zukunft oberste Priorität hat. Also, wie sieht es mit Phase 3 aus? Entschuldigung, aber findest du, dass das jetzt der, richtige Zeitpunkt ist? Bei, ich meine, all den anwesenden Personen? Ah ja, stimmt. Hast du irgendwas über Phase 3 gehört? Ich glaube nicht. Ist in Ordnung. Hätte ich auch nicht erwartet. Das Projekt ist seit dem Start geheim. Energie ist, wie du an der Oberfläche gesehen hast, äußerst wertvoll. Ich rede nicht von irgendwelchen abstrakten Konzepten. Ich meine nutzbare Energie. Die, mit der man Lampen leuchten lässt. Mit jedem Fortschritt des Instituts steigt unser Energiebedarf. Über die Jahre hinweg gab es viele Kompromisse und Opfer, um diesen Fortschritt zu ermöglichen. Oh, Plusstandard gewonnen. Ja, okay. Welche Art von Kompromissen? Mitunter mussten wir unsere Energie aus Anlagen an der Oberfläche beziehen. Das ist riskant. Für Personal und Ausrüstung. Das ändert sich jetzt. Phase 3 ist die Aktivierung eines Atomreaktors, der das Institut auf alle Zeit mit genügend Energie versorgen kann. Das stellt unser Überleben und unseren Erfolg sicher. Kannst du mir mehr über den Reaktor erzählen? Aber sicher. Er wurde vor dem Krieg für das Commonwealth Institute of Technology gebaut. Allerdings nur zu Testzwecken. Im Laufe der Jahre haben wir die Technologie erweitert und viele große Fortschritte erzielt. Jetzt sind wir fast bereit, ihn zu aktivieren. Der Reaktor ist so gut wie einsatzbereit, aber die letzten Tests haben gezeigt, dass noch Dinge zu tun sind. Daher kommen wir jetzt zu Phase 3 und zu deiner Hilfe. Sir. Ja, Ayo. Bisher haben wir doch Kellogg für Operationen an der Oberfläche eingesetzt, oder? Tja, er ist fort. Es gefällt mir zwar nicht, meinen eigenen Vater in Gefahr zu bringen, aber er hat bewiesen, dass er gut zurechtkommt. Ja, aber... Das steht hier nicht zur Debatte. Über ein Thema müssen wir aber noch reden. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Holdren, doch, ist es. Bitte. Wie einige von euch bestimmt wissen, werde ich jetzt seit geraumer Zeit von Dr. Volkert behandelt. Tut mir leid, aber das ist schwer für mich. Alle Versuche sind gescheitert. Keine der experimentellen Behandlungen war erfolgreich. Ich muss euch leider mitteilen, dass ich sterben werde. Nein, das ist doch nicht dein Ernst. Leute, bitte, tut mir leid. So wollte ich es dir nicht sagen. Woran stirbst aber du? Aber uns läuft die Zeit davon. Du stirbst? Leider. LOL, das habe ich auch mir gedacht. Glaub mir, dass wir alles getan haben, was wir können. Wir können später noch reden. Jetzt steht die Zukunft des Instituts auf dem Spiel. Das Institut kann ohne Führung nicht überleben. Das Direktorat muss weiterhin die besten Interessen aller wahren. Daher ernenne ich meinen Vater zu meinem Nachfolger. Ja. Oh Mann. Das ist doch nicht dein Ernst. Wirklich? Wie kannst du das rechtfertigen? Er ist keiner von uns. Nicht mal ein Wissenschaftler. Ich ignoriere deinen fast schon ungehorsamen Ton und sage dazu Folgendes. Das Institut hat genug Wissenschaftler. Was es braucht, ist Führung.
Ich glaube, mein Vater hat sich in dieser Hinsicht als äußerst fähig erwiesen. Damit ist die Besprechung beendet. Danke. Die neueste Synth-Generation ist erstaunlich. Die Leute in der Robotik folgen... Läuft einfach mal. Das Institut ist groß. Es wird etwas dauern, bis du weißt, wo sich alles befindet. Das wusste ich nicht. Ich weiß, das ist ganz schön viel auf einmal. Tut mir leid, Vater. Ich hoffe, es war nicht zu anmaßend, dir die Leitung zu übertragen, ohne dich vorher zu fragen. Was würde es bedeuten, die Leitung zu haben? Die meisten Abteilungen des Instituts sind recht autonom und können auch ohne Einmischung perfekt funktionieren. Wenn es aber zu Interaktionen kommt, treten Probleme auf. Du würdest dem Direktorat in Sachen Richtlinien, Schlichtungen und Ähnlichem vorstehen. Es steht außer Frage, dass ein Teil des Direktorats und das Institut als Ganzes beruhigt werden muss, was deine Ernennung angeht. Daher möchte ich, dass du diese neueste Operation leitest. Dr. Fillmore kann dir die Einzelheiten erläutern. Es stehen schwere Entscheidungen an. Für uns alle. Besonders aber für dich. Ich weiß, du wirst das Richtige tun. Mein Sohn. Ich verlasse mich nicht gern auf Commonwealth-Technologie. Aber den Vorteil, den sie uns in diesem Fall bringt, können wir nicht ignorieren. Ich hoffe, dass irgendwer meine Fürze in der Aufnahme später noch raushört. Weil gerade muss ich richtig nasty Farts produzieren, warum auch immer. Wahrscheinlich wegen dem Essen, aber... Boah. Unit X688 spricht den höchsten Tönen von dir. Ellie! Viel los heute, oder? Tja, es kommt noch mehr. Du wirst diese Operation anführen, wurde mir gesagt. Ich brauche mehr Infos. Ich weiß ja überhaupt nicht, worum es eigentlich geht. Natürlich. Darum reden wir ja. Sonst wärst du doch schon längst wieder oben. Die jüngsten Ereignisse haben unseren Zeitplan durcheinandergebracht. Den Reaktor zum Laufen zu bringen, hat für uns oberste Priorität. Er muss laufen. Und zwar seit gestern. Wir müssen ein wenig improvisieren. Das ist nicht schlimm, aber dazu werden wir Vorkriegstechnologie brauchen. Du gehst zum Gebäude von Mass Fusion und besorgst den Beryllium-Beschleuniger für uns. Oh Mann, ich hab einen davon. Aber in meiner anderen Hose. Du würdest das Ding nicht mal erkennen, wenn es dir auf den Kopf fällt. Darum werde ich's beschaffen. Klingt gut. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Nicht so sehr, wie ich mich freue, halt zurückzukehren. Ich gehe nur an die Oberfläche, wenn es keine andere Option gibt. Leider gehen uns die Optionen aus. Und zwar ziemlich schnell. Ich möchte ja nicht noch mehr Druck auf dich ausüben, aber wir müssen uns damit beeilen. Die Bruderschaft wurde bereits im Gebiet gesichtet. Sie dürfen nicht vor uns an den Beschleuniger kommen. Geh nach oben zum Transmitter. Wir treffen uns dort. Ah ja, stimmt, der mittlere Aufzug. Musste gerade echt hart überlegen, was... Ich wünschte, Sie hätten Vater so wie wir gekannt. Ja, danke. Schön, Sie zu sehen. Dudes blinken dort. Wieso blinken alle, als ob sie eine Quest für mich haben? Los, lass mich raus!